Also Josi, nur dass du weißt, was wir hier überhaupt machen. Ja. Wir machen einen Fashion Talk, der im Social Media Bereich gezeigt wird. Ja. Genau. Das war's. Fashion Talk. Naja, wir reden. Ein Modegespräch. Ja, richtig. Ein Gespräch über Mode. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren auf der Bühne. Fast 40. Und hast ja immer unterschiedliche Styles. Sagen wir mal so. Also entweder ist das ein Kostüm, was du anziehen musst, quasi vom Stück her. Ja. Wie ist das bei dir, wenn du das selber anziehst oder selber entscheidest? Was ist so dein Lieblingslook? Mein Lieblingslook? Ja. Ist das T-Shirt mit Sakko und ja, Hose? Ja, so eher auch dann ohne Sakko. Da wird mir nur angezogen, dass ich heute ein bisschen was gleich schaue. Ich mal so Jacken, Jeansjacken oder sowas an. Also ich bin nicht der Elegante. Ich gehe auch nur mehr in Geschäfte hinein, wo man sich hinsetzen kann. Ah, das ist auch sehr praktisch. Also, dauert sagen, das so lange? Gar nicht hinein. Das ist meine Frau. Und setze mich auf so, was ich dort habe. Und dann kommt meine Frau. Da gibt es so eine Art nonverbale Kommunikation. Sie greift in das Regal, zeigt mir Schuhe. Und ich sage, danke, Herr. Oder so. Ja, ja. Die Schuhe, die ich will sie nicht. Ich habe gern so hoch, halb hohe, ganz normal. Alter Schuh, der altmodische, das ziehe ich nicht an, da kann ich nicht gehen und so. Na, sowas ziehe ich nicht, das war viel zu viel Ding. Nein, das ziehe ich alles nicht an. Nur so Sneakers? So Sachen ziehe ich hauptsächlich an, ja. Außer es ist hochoffiziell, da muss ich halt. Dann habe ich seit Jahren so handgemachte Schuhe, das würde ich nie anziehen. So Geländesandalen. Also, weißt du schon, diese Tracking-Sandalen. Grauslich, da sind die Leute drin. Und viele Menschen haben ja Nagelpilz. Und das sieht man dann so, und so Hornhaut an den Fersen und die gehen. Die haben, ich weiß nicht, dass die Leute das nicht merken, die haben einen Nagelpilz so hoch wie ein Mannerschnitt und merken es nicht. Ja, stimmt. Ja, ist, ja. Auch Frauen. Ich weiß. Und dann gibt es die Damen auch am Strand, das muss ich auch noch einmal sagen, die haben da eine Dior-Uhr und hier ein Gistik-Schaspi und da ein Hermès und sind auf und stecken in goldenen Schlapfen und haben aber auch so ein Nagelpilz. Ja, das ist wieder entsetzlich, dass die das nicht merken. Die müssen da merken beim Lackieren, Zehnlackieren, dass das zerbröckelt ja. Gepflegt sein? Na, cool. Selbstverständlich, bin alle drei Wochen bei der Fußpflege. Sehr gut. Maniküre, schöner, ja, das gehört aber auch dazu. Ja, ab einem gewissen Alter wird man sowieso ungustiös. Da muss man da schauen, dass man das kann. Ich bin noch immer ein gepflegter älterer Herr. Mein Leben, ich hatte ja einen Dichtermantel. Das ist ein Dichtermantel? Naja, ich war ja Dichter, nicht? Früher war ich ja Dichter. Nicht? Und das war so ein Wildleder, aber ganz feines Wildleder, ein bisschen sauteuer. Mhm. Und der hatte so Troddeln. Ja, ich weiß. Troddeln. Also, ja. So. Und mit dem ging ich. Das ist und wenn ein Aufsehen. Eine Frau, eine junge Frau, der ich Avancen gemacht habe, damals, ich war damals übergeschnappt natürlich, Avancen gemacht und die nicht auf fruchtbarem Boden, wenn ich das so metaphernartig sagen darf, habe ich dann zu ihr gesagt, ach du bist nur eine Troddel an meinem Dichtermantel. Sie was ich irgendwie eine talismanische Gründe bis dieses Ankh. Mhm. Sag her, was ist das? Ankh ist ägyptische Kreuz. Ankh, der Schlüssel zum Leben und das Glück und was weiß ich. Ist also eine Art Hieroglyphe. Mhm. Also charmant ist, wenn eine Verkäuferin wie du, die so einen überbordenden Charme hat. Ja? Ja, ich bin ja auch quasi Verkäuferin. Sein, wie soll ich sagen? Also würdest du mir alles abkaufen? Nein, alles nicht. So ein strahler 80-Lächeln, ne? Das habe ich ganz gern, wenn die ein bisschen mit mir reden, wenn wir da so ein bisschen nicht flirten, um Gottes Willen, aber wenn man so ein bisschen so ganz am Rande shakern kann, nicht? Genau. Also wie sagt man, merkantil shakern. Aber wenn es viel ist, kann es auch nervig sein, oder? Ja, wenn das eine schirche alte Funzen ist, dann ist es vielleicht nervig. Ich gehe zum Beispiel, das weiß ich, das ist jetzt ein sehr intimes Geständnis, das sage ich nur, weil das eine gute Verkäuferin ist. Wir sind unter uns. Kein Problem. Ich gehe irrsinnig gern in Shopping-Malls. Ja, ich auch. Es ist also ohne dass ich sage, ich kaufe mir jetzt was. Zum Beispiel, ich bin immer, wenn wir auf Urlaub sind, immer zwei, drei Tage noch in Dubai oder... Ja, das ist aber das ist super. Wahnsinn, da geht man durch. Ein Angebot, Luxus. Ja. Es ist angenehm gekühlt, es ist wunderbar. Man muss gar nichts kaufen. Verstehe ich. Man muss sich ein bisschen verwöhnen können auch, oder? Nein, nicht ein bisschen, ordentlich.